Okay. Gut, ich gehe mal nach hier weiter. Da war eine Feder, ich habe es gesehen. Oh, Moment, ich mache noch ganz kurz. Wir haben keine Feder mehr. Okay. Deer Meat brauche ich jetzt gerade nicht. Deswegen lasse ich das mal. Wir bekommen auch langsam Durst, aber das können wir... Was? Ich muss echt mega aufpassen, dass ich hier nicht entdeckt werde. Ich weiß nicht warum, aber ich habe echt Schiss vor denen. Also nicht im Sinne von, oh mein Gott, wie scary, sondern eher so von, Alter, die können mich umnatzen, und zwar sofort. Ich würde so gern so diesen Baum da oben hoch, aber ich traue mich einfach nicht. Ah, ich kann da nicht hochgehen. Ah, genau, hier ist es nämlich. Plopp. Und das Kochtopf. Ach, gleich daneben. Ach so. Die kann man auch irgendwie ausziehen. Unequipped, genau. Mit dem Kochtopf kann ich den... Ah, den kann ich so mitnehmen. Und eine Fackel. Und eine Platine. Und noch eine Fackel. Die waren reich, die Leute hier. Und oh, Leben und... Noch mehr Leben. Und eine Möwe. Gut, die haben es nicht bekommen, aber ich bin auch so zufrieden. Die Leute, die hier gecampt haben, die waren recht gut betucht. Geld liegt auch noch da. Die wollen einfach zeigen, dass es drauf haben, die Leute. Okay. Stein, okay. Was haben wir denn hier noch? Ich muss natürlich jetzt aufpassen, dass hier nicht irgendwo um die Ecke... Ich muss sagen, vor diesen Viecher mit den 1000 Armen habe ich gar nicht so viel Angst. Es sind eher die Viecher mit den Spinnenbeinen, weil ich noch nicht weiß, wie... Diese komische Bugs da am Rand... Weil ich noch nicht weiß, wie die sich verhalten. Das ist, glaube ich, das, was mir bei denen so viel Angst macht. Sieh diese Bugs, die ich da habe am Rand. Was ist denn das? Ne, ich gehe da mal nicht drauf weiter ein. Gerade die Tatsache, dass ich halt nicht weiß, wie die sich verhalten und wie stark die sind, sorgt dafür, dass ich doch ein bisschen Respekt vor denen habe. So, ich klappe mir hier mal wieder auf ein paar Koffer ein. Nochmal vergewissern, dass hier keiner ist. Ich habe bestimmt ihr Video übersehen, von daher. Ist das eine Cola-Dose? Boost. Ich weiß nicht, was Boost ist. Ne, Boost ist das da, okay. Sterb doch da drin, ihr Scheißviecher! Okay. Ah, guck mal da, das sind Eingeborene. Die ganze Horde von denen. Naja, die studiert sicherlich immer hier mal so ein bisschen. Meine, wir sind doch Kumpels, wir müssen mal überleben. Ich finde es, fände es echt cool, wenn man nach einer Zeit neue Leute treffen würde. Sagen wir mal neue Gestrandete, die man dann eventuell so ein bisschen für sich sammeln lassen könnte. Das wäre eine mega geile Idee. Wird aber wahrscheinlich nicht umgesetzt. Weil es zu schwer wäre, so eine KI, glaube ich, zu programmieren in dem Spiel noch. Oder ich bin mir nicht sicher. Aber... Ja, super. Keine bekommen. Was soll ja mit Anschleichen funktionieren? Ich probiere das mal mit Anschleichen. Moment, wir gehen mal. Wir schleichen mal. Lalalalala, ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Nee. Oh, es funktioniert wirklich. Lalalalala. Moment, die nehmen wir mit. Bleib doch mal hier. Hä? Hallo? Jetzt leg aber los hier. Ja, super. Okay. So, super. Okay, wir haben noch ein paar Federn bekommen. Das sind insgesamt 8. Na super, genauso viel brauchen wir. Ja, wir machen mal alles nacheinander. Okay. So, Moment, Feder und der da und... Hä? Man braucht 5. Ach so.
Okay, jetzt sind hier natürlich mega viele. Hier kommen noch Ausdauer. Aber die Federn sind es mir wert. Okay, haben wir alles. Alter, was ist denn hier los? Ja, na klar. Setz dich ruhig im Inventar, passt schon. Okay. Oh, okay, ja, ja, okay. Jetzt, oh. Fuck. Fuck, okay, okay, warte, warte, warte. Noch ein Energy-Riegel essen kurz. Noch ein Energy-Riegel essen kurz. Ausgerüstet sind wir. Kann ja nur nach hinten losgehen jetzt. Ich gehe mal hier hin und freue mich. Ich hoffe sehr. Die wissen, wie man Taschenlampen benutzt. Wie behindert ist das bitte eigentlich? Ich hoffe sehr, dass die nicht wissen, wo wir sind. Am besten kommt jetzt den Hang irgendwie so ein dieser Spinnenviecher darunter. Okay, jetzt ist es wirklich Nacht. Wir müssen die Nacht also hier draußen verbringen. Könnte witzig werden. Reinkommen wir bestimmt nicht, weil der liebe Herr... Ich hau dir deinen Wall kaputt, vor unserem Wall steht. Okay, die rennen weg. Das ist gut. Ich hielte es für intelligent, mir hier ein Feuer zu machen. Andererseits dann wahrscheinlich doch eher hier. Damit ich, falls ich Besuch bekomme, die Leute da reinlocken kann. Okay. Wir haben ein Feuer. Das sieht ganz intelligent aus. Das Feuer sieht intelligent aus. Ja, okay. Und wir können uns, glaube ich, noch ein paar Federn haben wir noch gefunden. Oh, geil. So, klack. Und den Rest tue ich mal einfach komplett. Was? Ich bin nicht hier. Beachte den seltsamen Typen hier einfach gar nicht. Immer so eine Headbombe, keine Ahnung, was die bringt. Ob die irgendwie besser ist oder schlechter, kann ich nicht sagen. Wir sind auf jeden Fall wieder auf unseren eingestellt. Es ist wieder tiefste Nacht. Und die freundlichen Herren von nebenan sind wieder hier. Ich würde mal kurz noch ein Reh über das Feuer halten. Bevor wir uns entschließen, weiterzumachen. Und ich entschließe mich weiterzumachen. Wir laufen weiter. Und erkunden mal ein bisschen, vielleicht finden wir da noch was Cooles. Den Topf haben wir ja eingesteckt, gell? Wo ist der Topf? Der Topf ist da hinten, super. Equip. Kann ich damit jetzt vielleicht mehr Wasser? Geht also nur an Teichen, okay. Dann wieder her. Hallo? Eat. Nein, ich bin nicht hier. Denn ist doch schon wieder einer. Man soll übrigens mit ein bis zwei Bogen Schüssen... ach ja, es wird ja auch kalt, stimmt. Man soll übrigens mit 1 bis 2 Bogenschüssen so einen eingeborenen Blatt kriegen. Kann sein, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wenn ich mich schlafen legen würde jetzt hier, wenn ich mir so ein Häuschen baue, dass ich höchstwahrscheinlich entdeckt werde. Deswegen halten wir schön das Feuer am Laufen und ja... Trinken ist gerade schlecht. Schildkröte haben wir nicht. Also was tun? Ich weiß es nicht. So, nehmen wir mal hier ein bisschen Geld mit. Das sind Steine. Okay. You're cold in bed, build a fire to get dry. What the fuck? Wir sind 5 Sekunden vor dem Schein. Ach nein. Das war jetzt mega dumm von mir.
Okay, Lal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 a. Wir haben... Alter, wir haben 5000 Blätter. What the fuck? Lalala. Dieses Geschrei von dem Viecher macht mich auch mega kirre einfach nur. Aber ist es selber, ob wir jetzt hier in der Festung hocken oder ob wir zu Hause hocken, wir können nicht mehr schlafen, das ist uns nicht mehr möglich. Floß bauen ging auch nicht, also ist es das Intelligenteste, wenn wir einfach warten. Achso, ich habe direkt Sprint die ganze Zeit gedrückt, deswegen ist der außer Power gewesen, ich habe mich gerade gewundert, hä? Find clear water to drink. Ja, Problem ist, wir können ja auch nicht weg, ne? Wir können, wenn wir hier weggehen, dann erfrieren wir ja. Und erfrieren ist mittlerweile genauso schlimm wie durstig. Also müssen wir uns zwischen eins von den beiden Übeln entscheiden. Und, ach ja, klar, wir können ja eigentlich... bin so blöd, wir können ja einfach uns einen Alkohol reinpfeifen. Also, der Mond, der ist wunderschön. Und ich muss sagen, das gefällt mir sehr. Ist das da hinten? Ist normaler, okay. Ich dachte schon, das ist Mr. Spider-Man. Na komm schon. Irgendwie muss doch mal hier und dann wird doch... Okay, mehr als... Okay, die Nacht sollte bald vorbei sein. Das ist sehr gut. Dann können wir ja eigentlich mal versuchen, uns... wegzubewegen. Ich weiß aber nicht, ob das wahrscheinlich ist, das jetzt die dümmste Idee, die ich hier hatte. You are cold in bed, find a fire to get dry. Wie sinnlos. Oh. Moment. So geht das nämlich. Okay, dann gehe ich mal zum Feuer zurück. Da habe ich nämlich eine gute Idee. Dann tun wir uns hier hinten auch so eine kleine Base einrichten. B. Und dann wird dann hier jetzt... genau. Einmal das da. Super. Das heißt, wir haben jetzt auch eine kleine... Also zumindest ist das hier, sagen wir mal, so ein Standpunkt. Das heißt, wir können hierher kommen und können uns ausrüsten, weil hier sind wir ja öfters in der Ecke, wenn wir uns verstecken wollen. Das heißt, es ist eine ganz gute Idee. Wir sind hier jetzt also versorgt. Sehr schön. Der Nahrung. Hier bleibe ich für den Rest meines Lebens. Wäre echt eine super Idee, wenn man dann hier mit dem Floß rausschwimmt einfach und sich hier eine Festung baut. Ich weiß nicht. Eine Überlegung wäre es wert. Dazu müsste das Floß aber funktionieren. Und hier kommen ja auch viele Patrouillen lang, das ist das Problem. Hier kommen ja auch die regulären Patrouillen gerne mal lang. Mach keinen Scheiß. Ich hab die falsche Waffe ausgerüstet. Mach keinen Scheiß, Junge. Ich bin schwerst bewaffnet. Die können ja rein theoretisch nur von da kommen. Ich habe aber irgendwie Schiss, dass die von dem Hügel da runter jumpen und sich denken, hey YOLO Junge, ich bin jetzt von hier runter, komisch da runter, Dönerbuden Ali. Wieso Dönerbuden Ali, weiß ich nicht genau. Es war jetzt einfach so eine Intuition, so eine Eingabe. Jetzt habe ich bestimmt irgendwie dieses fette Spinnenvieh getroffen. Das kommt um die Ecke so. Welcher Spast war das? Ja, okay. Was? Beruhige dich. Alles wird gut. Volkswagen. Oh. Da hinten jumpen sie wieder alle. Jump to the rift. Nee. Doch. Oh oh. Die habe ich aber nicht gesehen, oder? Ich meine, wenn man das jetzt lo... Na klar, wenn ich das so sehe, sind die viel näher dran, als wenn ich das so sehe. Seht ihr das? Voll verkorkste Optik. Denkst du so, wow, die sind genau neben mir. Nee, okay, die sind da hinten. Hä, was ist das denn? Wieso? Warum? Warum? Verstehe ich nicht. Na gut.
Hauptsache, sie kommen nicht wirklich her. Ich finde doch geil, dass sie das Feuer nicht sehen. Das, ich meine, das müsste mega sichtbar sein, aber die denken sich so, nö, das ist, nee, und da haben wir schon. Und langsam wird's auch Nacht, Tag. Ja genau, jetzt wird's langsam Nacht, jetzt geht's gleich richtig los. Ich frage mich allerdings auch so ein bisschen, was machen die jetzt hier hinten? Da läuft doch ein normaler. Ich frage mich auch so ein bisschen, wenn die uns einmal angegriffen haben, ne, wie dieser Frontalangriff kommt, es soll ja ein Riesenangriff am Ende kommen, wenn der gewesen ist, was passiert dann? Wenn die Base eingerobt haben und dich vielleicht nicht gekriegt haben, du hast überlebt, was passiert dann? Was kommt nach dem Angriff? Fände ich echt interessant zu erfahren. Okay, ich hau mir mal noch ein Stack rein, weil wir die momentan so im Überfluss haben. Wir haben zwar auch hier Lizards und so einen Spaß, aber... Gettert Time Bombed. Also wir hatten uns ja so eine Time Bomb Falle gebaut. Alter, wie viel da hinten einfach mal so ein... Ja komm, wir schicken... Alter, da ist ja noch was. Angst. Ich will einfach nur Floß haben und hier wegkommen. Mehr Tag. Für die Schüssel voll praktisch. Ist echt gut gelöst worden mit der Schüssel, dass die auch das Wasser behält. Ich dachte, wenn man da trinkt, dann ist die auf einmal leer, aber das ist echt gut gelöst worden, finde ich klasse gemacht. Nur das da mit den Einwohnern ist echt hart. Wir müssen uns auf einer Insel niederlassen, es geht nicht anders. Wir müssen uns auf einer Insel niederlassen und auf der Insel müssen wir dann auf jeden Fall Bärenbüsche haben oder sowas. Oder, weil Lurch und sowas kriegst du auf der Insel ja nicht. Oder wir gehen zum Jagen dann wirklich raus mit Bogen und holen uns ein paar Rehe oder so. Und trockene Lurche auf der Dings. Und wir müssen uns auf jeden Fall eine Insel bauen. Es wird nicht anders gehen. Ohne Insel wird es nicht funktionieren. Problem ist natürlich, die ganzen Baumstämme zur Insel zu bringen. Und genau da sehe ich auch mein Problem. Okay, jetzt wird es langsam wieder Tag. Die Sonne kommt raus. Und wir können uns wieder bewegen. Langsam. Ich will nicht unbedingt jetzt... Oh. Nehme ich mit. In einen dieser Leute reinrennen, die sich jetzt gerade langsam zurückziehen. Das wäre uncool. Schildkröten gibt es hier en masse. Ja, ihr seid toll. Vor allem habe ich die ewig gesucht. Wir waren an dem Strand, wir erinnern uns. Und ich habe nichts gefunden. Und jetzt rennen die hier en masse rum. Aber ist halt irgendwie immer so.